Zum Schließen des Fahrzeuges zwei Möglichkeiten. Einmal drücken, aktiviere ich automatisch Alarmanlage und Wegfahrsperre. Ein kurzes zweites Mal drücken würde auch zusätzlich dann noch mehr Sicherheit bieten, indem dass sich dann innen die Türgriffe deaktivieren. Das heißt, sollte im Notfall jemand die Scheibe einschlagen und will sich von innen die Türe aufmachen, dann geht das leider nicht, weil dann sind die Türgriffe von innen deaktiviert. Dazu eben zweimal kurz hintereinander auf die Schließtaste drücken. Durch ein akustisches Signal kriege ich die Bestätigung, dass auch das System dann aktiv ist.